Vor 250 Jahren wurde Caspar David Friedrich geboren. Mit ihm ist die deutsche Romantik auf das Engste verbunden. Zu seinem Geburtstag hat die Kunsthalle Talstraße 50 Künstlerinnen und Künstler aus mehr als zwei Jahrhunderten eingeladen, um über das Romantische nachzudenken. Ausgangspunkt sind Gemälde der historischen Romantik und des Biedermeiers, denen Werke der Moderne und des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart gegenübergestellt sind. Die Kunsthalle Talstraße, gelegen nahe der Ruine des Giebichenstein, der bereits um 1800 Anziehungspunkt von Romantikern war, ist mit ihrem eigenen historischen Felsengarten prädestiniert für dieses Projekt.